Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Tasche wieder entfetten könnt, wenn sie ja, dadurch, dass sie zu lange lag oder zu wenig benutzt wurde, einfach zu fettig geworden ist. Das kann ganz leicht passieren, weil Leder ein natürliches Material ist. Dafür brauchen wir einmal WD-40. Das solltet ihr in jedem Baumarkt bekommen. Dann brauchen wir noch Spülmittel. Dazu dann natürlich ein kleines Gefäß mit Wasser noch. Lederfett brauchen wir und einen Schwamm. Ja, der erste Schritt ist, dass wir die Tasche in den Backofen tun. Das mag jetzt vielleicht ein wenig merkwürdig klingen, aber durch die Hitze wird der Tasche so ein bisschen das Fett entzogen einfach. Es wird ausgetrocknet. Ja, einfach bei 50 Grad in den Backofen tun. Und dann, je nachdem, wie stark fettig die Tasche ist, solltet ihr immer mal nachgucken. Meine war jetzt sehr fettig und ich hatte sie etwa 50 Minuten im Backofen, bis sie wieder relativ entfettet war. So, damit wir das restliche Fett jetzt noch binden können, habe ich das WD-40 genommen. Natürlich einmal gut durchschütteln, das steht auch auf der Verpackung, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und dann einfach auf die Ledertasche aufsprühen und mit einem Tuch oder einem Schwamm so ein bisschen einarbeiten. Achtet hierbei bitte darauf, dass ihr das entweder draußen macht oder aber später gut durchlüftet. Der ein oder andere von euch mag WD-40 als Mittel für Autos oder Fahrradketten kennen und dementsprechend riecht es auch. Und ihr wollt ja mit Sicherheit nicht, dass eure Wohnung anschließend nach einer Autowerkstatt riecht. Deswegen macht es entweder draußen oder lüftet später gut durch. So, die Vorderseite habe ich jetzt mal mit WD-40 bearbeitet und vergleichsweise bearbeite ich die hintere Seite mit Spüliwasser. Dafür habe ich mir einfach ein bisschen Wasser genommen und habe dann das Spüli mit ins Wasser gegeben, sodass wir eine gute Seifenlauge haben. Und jetzt habe ich das einfach mit einem Schwamm aufgenommen und verteile das Spüli ein bisschen auf dem Leder von der Tasche. Warum Spüli? Spüli bindet zwar nicht das Fett, so wie das WD-40 macht, aber es zerstört das Fett und dadurch wird die Tasche dann natürlich ein wenig trockener noch. Das Fett wird zerstört, es ist nicht mehr so fettig wie vorher. Allerdings ist auch klar, dass auf jeden Fall Lederfett vonnöten ist, um die Tasche wieder gebrauchsfähig zu machen, sodass sie später nicht einfach zu wenig Fett enthält und dann brüchig wird. So. Ich habe das jetzt fertig eingerieben. Ich habe das dann nochmal mit einem Tuch kurz abgerieben, damit die Seifenreste weg sind. Ja, und jetzt geht es auch schon an den letzten Punkt. Jetzt nehme ich das Lederfett und arbeite es einfach mit einem Schwamm relativ gleichmäßig ein. Ich habe zuerst die Rückseite gemacht. Wie ihr hier das Fett einarbeitet, ist eigentlich relativ egal. Entweder in kreisenden Bewegungen oder auch einfach von oben nach unten. Aber ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr alle Stellen erreicht, sodass wirklich jede Stelle der Tasche anschließend wieder eingefettet ist. Ja, achtet auch darauf, dass ihr unter die Schnallen geht und auch hier unter den Umschlag von dem Verschluss der Tasche. Einfach damit auch wirklich alles gut eingefettet ist und die Ledertasche nicht brüchig werden kann. Ja, und jetzt ist die Tasche natürlich wieder relativ fettig. Das hat auch einfach den Grund, dass eine Ledertasche dann
ein wenig Zeit braucht, damit das Fett einzieht und auch wirkt in der Tasche. Macht euch da keine Gedanken, aber spätestens morgen sollte die Tasche wieder perfekt eingefettet bzw. nicht gefettet sein, sodass ihr sie benutzen könnt. Ich hoffe, ihr hattet ein paar hilfreiche Tipps und es klappt bei euch genauso gut wie bei mir. Tschüss!